So, herzlich willkommen. Bevor ich anfange, möchte ich fragen, könnt ihr mich hören? Kann ich bitte im Chat kurz eine Nachricht bekommen, ob ihr mich alle gut hört? An dich, super. Super, hi Micha. Hallo. Hallo, hallo Südafrika. Hallo Südafrika. Hallo, hallo Südafrika, hallo Kanada. Hallo Niederlande. Ja, grüß Gott, schön. Hallo, hey. Hallo. Hallo Niederlande, das ist sehr schön. Okay, gut, ihr könnt mich hören, wir können euch auch hören. Gut, alles wieder ausgeschaltet, prima. Dann fangen wir an. Ich sage wieder ganz herzlich willkommen. Willkommen da draußen in der Welt, vor den Computern. Willkommen in Deutschland, willkommen in Bayern, willkommen in Bamberg, willkommen im Treffpunkt Studio Online. Mein Name ist Alexandra von Rohr, und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid bei der 6. Runde zur Denkmalserie. Die Denkmalserie ist ein Projekt, das wir zusammen mit dem Künstler Ralf Metzenmacher entwickelt haben, Maler Malz Metzenmacher, und ihr seht seine Werke schon hinter mir. Und dieses Projekt richtet sich ja an alle Freunde der deutschen Sprache, die sich für Kunst und Kultur interessieren, aber natürlich auch an Deutschlerner, die einen anderen Weg suchen, Deutsch zu lernen und etwas über Deutschland zu erfahren. Bei der Denkmalserie war es uns wichtig, dass wir Personen aus Deutschland auswählen. Ralf hat bis heute fast schon 30 Personen porträtiert, international. Wir haben 6 ausgewählt. Und ihr seht diese 5 Personen, die wir schon besprochen haben, hinter mir. Ich gehe mal kurz aus dem Bild. Und zwar seht ihr einmal natürlich Ludwig van Beethoven, also aus dem Bereich Musik. Darunter Karl Marx aus dem Bereich Wirtschaft und Philosophie. Dann Beuys oben aus dem Bereich der Kunst. Nina Hagen als Vertreterin zeitgenössischer Musik. Und ganz unten rechts Adolf Kolping als Sozialreformer und Priester. Heute haben wir ein Urgestein. Sein Name bekannt. Der erste Kanzler der Bundesrepublik, ihr kennt ihn alle, er ist vor langer Zeit geboren, 1867, Konrad Adenauer. Und über ihn werden wir heute sprechen, beziehungsweise natürlich nicht wir, sondern im Speziellen Ralf Metzenmacher zusammen mit meinem Kollegen Joachim. Und ich werde jetzt auch gleich übergeben. Eine Bitte, obwohl das alles schon passiert ist. Kamera ist aus bei euch, Mikrofon ist aus. Wunderbar. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, am Ende zu sprechen, Fragen zu stellen. Und das wird in ungefähr 15 Minuten so sein. Dann werdet ihr auch die Möglichkeit haben, während des Interviews natürlich im Chat zu schreiben, falls ihr Fragen habt. Dann kann ich die Frage auch schon direkt ins Interview mit reingeben. Aber nun fange ich an und schalte um. Das dauert 20 Sekunden, einen kurzen Augenblick, und dann seht ihr 2 sehr schöne Herren. Und ja, guten Abend, hier ist die Sprechprobe. Könnt ihr mich hören? Ja. Ich hoffe mich auch natürlich, und ich freue mich schon auf einen spannenden und interessanten Abend zusammen mit Joachim und Alexandra. Ja, ich preisen kann euch dann beide ganz gut hören. Okay. Ja klar, hemmen euch. Okay, Micha, bitte Mikrofon wieder aus. Danke, damit wir dich nicht hören. Danke. Super, jawohl. Vielen Dank, dann würde ich sagen, wir starten. Aufzeichnung läuft. Also guten Abend noch einmal, auch von mir, zu unserem vorerst letzten Interview vor der Sommerpause. Und dieses Mal Konrad Adenauer. Ralf, ich begrüße dich. Ja, Joachim, freut mich sehr, dass ich heute Abend wieder hier sein kann. Und wir haben heute Abend ein sehr politisch und historisches Thema. Also eher nicht so viel Kultur wie bei den letzten Malen, sondern tatsächlich Staatspolitik, Gesellschaftspolitik und europäische Politik sogar. Ja, also wenn ich da an unser letztes Porträt denke, Nina Hagen,
So könnten also die Lebenswelten von Nina Hagen und Konrad Adenauer überhaupt gar nicht unterschiedlicher sein. Denn Konrad Adenauer hat doch ganz entscheidend die Weichen dafür gestellt, wie wir heute leben, was wir heute in Deutschland leben und wie auch die politische Wirklichkeit im Kontext mit allen anderen Ländern sind. Und das schon seit sehr vielen Jahren mittlerweile. Ralf, dass du ihn ausgewählt hast, ich weiß, Konrad Adenauer ist Rheinländer, deshalb hast du ihn gewählt. Nein, nicht mehr. Das ist klar. Also was waren noch andere Gründe? Naja, Konrad Adenauer, man muss sich das vorstellen, 1876 geboren. Das heißt also um den gleichen Zeitraum ungefähr wie Marx und auch Adolf Golping geboren. Das heißt, sie sind nur 10 Jahre so auseinander. Und das war halt in Deutschland Kaiserreich. Und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und von Preußen dominiert. Und das war alles vor dem Ersten Weltkrieg. Und Konrad Adenauer war der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt unter dem deutschen Kaiser, also noch im Kaiserreich. Und das vergisst man, weil der Konrad Adenauer ist sehr alt geworden. Der ist also 91 Jahre alt geworden. Und der war schon 73, als der als erster Kanzler nach dem Nationalsozialismus quasi in der Bundesrepublik Deutschland dann federführend tätig war. Und er hat entscheidende Weichenstellungen angeschoben und auch eingeleitet und auch gemacht. Und ich glaube, der Grundstein des liberalen, freien, offenen Deutschlands hat er gelegt, auch wenn man ihm das so nicht zutrauen würde, wenn man das Bild jetzt so sieht. Ja, Ralf, bevor wir noch auf weitere Lebensstationen eingehen, ich glaube, das müssen wir, obwohl natürlich die Malerei auch im Vordergrund stehen soll. Du hast ja in deiner Denkmalserie Brückenbauer darstellen wollen. An welchem Punkt ist denn der Konrad Adenauer der Brückenbauer für dich? Er hat, und zwar intern, innerhalb Deutschlands und innerhalb der westlichen Welt, ganz viele Brücken gebaut. Also er hat sich klar entschieden für eine Westintegration Deutschlands. Und damals gab es ja den kommunistischen Osten, der von der Sowjetunion besetzt war und auch Teile Deutschlands ja besetztes Gebiet war. Und er hat quasi ganz bewusst gesagt, dass Deutschland muss sich in den Westen ausrichten und er muss Frieden schließen mit seinem größten Feind. Das war immer Frankreich. Und er und Charles de Gaulle haben damals die Grundlagen geschaffen für ein Europa, so wie wir es heute kennen. Und das muss man sich vorstellen, das ist ja gar nicht lange nach dem Krieg alles passiert. Das heißt also, Deutschland und all die Länder in Europa lagen in Schutt und Asche. Es gab Millionen von Toten und Leute ohne Zuhause. Leute waren auf der Flucht, waren obdachlos, hatten nichts zu essen. Und Konrad Adenauer hat 1917, noch im Ersten Weltkrieg, war es seine Aufgabe, den Nahrungsfluss für die Stadt Köln zu organisieren. Also dafür zu sorgen, dass es genügend zu essen gab, weil die Menschen leideten einen unheimlichen Hunger. Und der Krieg war ja ein Stellungskrieg des Ersten Weltkrieges. Und er hat aus der Not geboren ein Schwarzbrot erfunden. Er hat quasi verschiedene Ingredienzien genommen, die heute als Kölner Schwarzbrot bekannt sind und das es heute noch gibt. Und er hat eine Wurst kreiert, damit die Leute irgendetwas zu essen hatten. Also so, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber er hat es geschafft, quasi durch die Kontakte überall hin etwas zu organisieren, um die Bevölkerung am Leben zu halten. Er wurde ja auch dementsprechend Graupenauer genannt, weil diese Kölner Wurst aus Soja war. Also er war ein ganz früher Veganer sozusagen. Genau, genau. Ja, also diese Figur Konrad Adenauer ist was ganz Erstaunliches, auch unter diesem Aspekt, weil ja in der deutschen Geschichte diese Nazi-Zeit für die allermeisten Lebensläufe überhaupt eine Zäsur war. Entweder
Sie waren in Nazi-Deutschland Größen oder Sie waren davor oder danach, aber dass sich eine Persönlichkeit in so leitenden Positionen kontinuierlich durchzieht, das ist also etwas ganz Besonderes. Ja, und auch, dass er das überhaupt überlebt hat. Also er war auch öfters im Gefängnis gewesen und man hat ihm quasi Kollaboration angesagt, weil er war in einer Partei damals, die nannte sich Zentrum. Und das war der Vorläufer der christlich-sozialen Union oder demokratischen Union, je nachdem, wie man das dann regional sieht. Also der CDU in Deutschland, die gab es damals nicht. Und er ist der Gründervater auch dieser Partei. Und diese Partei hat deswegen auch christlich im Namen, weil die sich immer auf einen katholischen Glauben berufen haben und auf ein christliches Menschenbild, geprägt von Nächstenliebe, von sozial, von einem Miteinander. So die grundsätzliche Idee, sage ich jetzt mal. Und damals war die, was heute die SPD ist, die soziale Partei Deutschlands, sozialdemokratische Partei Deutschlands, das war damals eine mit Kommunisten durchsetzte Partei noch, so könnte man es sagen. Und er hat die Gegenposition damals eingenommen. Und dann kamen die Nationalsozialisten dazu. Das heißt also, so die Nationalsozialisten waren den rechten Rand besetzt damals. Und er hat den versucht zu bekämpfen auch. Aber natürlich argumentativ und nicht mit Waffengewalt oder mit sonst irgendwas. Er hat immer gedacht, dass die Kräfte der Mitte stark genug sein werden, den Nationalsozialismus klein zu halten oder nicht so groß werden zu lassen. Ich sehe schon ein bisschen diese ganze Ideologie und diese politischen Ausrichtungen von Adenauer tief eingestiegen, auch um dein Bild zu malen. Ja, und zwar Brückenbauer, dieses Brückenbauen, er hat zwei Sachen gemacht, er hat getrennt, er hat sich klar positioniert gegen den Osten, gegen den Kommunismus und er hat die Brücken alle nach innen gebaut. Und er hat in Köln die Brücken ja auch wieder aufbauen lassen. Das heißt, die waren ja auch zum Teil zerstört. Und er hat die Brücken in einer besonderen Farbe bemalen lassen. Und zwar in diesem Grün. Und dieses Grün nennt sich Kölner Brückengrün. Das hat er extra anfertigen lassen damals. Das war also keine Farbe von der Stange. Und deswegen quasi habe ich auch dieses Grün gewählt, natürlich für ihn. Also so auch ganz entscheidend. Jetzt sind wir ja eigentlich schon bei deinem Bild angekommen. Und ja, was hat jetzt nun, oder wie hat dich Adenauer zu dem Denkmal inspiriert? Konrad Adenauer hat ganz große Fußspuren hinterlassen. Das heißt also so, sein Werk ist gar nicht groß genug einzuordnen, was den Humanismus angeht, aber auch was eine soziale Marktwirtschaft angeht. Das heißt, dieses Christliche hat er mit verankert, auch im Grundgesetz. Er war also später dann dabei und hat mitgeholfen, das Grundgesetz zu schreiben. Und er hat versucht, einen sozialen Ausgleich zu machen. Und er hat auch versucht, sozusagen die alten nationalsozialistischen führenden Personen auch bei Gericht, in der Juristerei, in der Verwaltung. Es gab ja niemanden, der solche Aufgaben hätte wahrnehmen können, weil alle Menschen waren entweder tot oder hatten diese Ausbildung nicht. Und er hat darauf gesetzt, dass man etwas, was in der Vergangenheit war, dann auch ablegen soll. Nicht direkt vergessen, aber sozusagen die Not war so groß, dass man diese Menschen brauchte, dass er die integriert hat in die Verwaltung auch. Und das ist auch sehr kontrovers natürlich, aber man, glaube ich, kann es ein bisschen verstehen, es gab niemand anders, der das Finanzamt, die Juristerei, diese ganzen staatlichen Sachen hätte aufbauen können, außer die Leute, die das schon vor dem Krieg auch mitgemacht haben. Auf jeden Fall ist er ein Denkmal wert und es gibt ja ihn auch in vielen Plastiken, auch in ganz Deutschland verteilt. Wer da Interesse hat, der kann sich auf Wikipedia da so einen sehr guten Überblick verschaffen. Jetzt nochmal auf das Bild gerichtet. Du weißt ja, mein erster Blick auf deine Bilder, da haben immer diese Augen, die haben mich angezogen.
Ich muss ja ehrlich sagen, jetzt bei dem Konrad Adenauer war das für mich nicht so, weil das ganze Bild zuerst mal ja fast blass auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch scharf in den Konturen herüberkommt. Und komischerweise, mein erster Gedanke war, dieses weiße Gesicht, er muss ja wohl von Scheinwerfern ganz nah angestrahlt sein. Also so war mein Eindruck bei dem Bild. Wie war das für dich? Warum ist diese helle Farbe so stark? Ich habe den Konrad Adenauer gemacht, etwas wie eine Echse, sozusagen etwas Echsenförmiges. Und er hatte als junger Mensch einen Autounfall und hatte eine kleine Deformation auch am Kopf. Und das hat aber seinem Geist nicht geschadet. Und ich habe sozusagen, er hat diese beides, dieses Verbindende, aber auch etwas ganz Berechnendes. Also den Weg, den er gegangen ist, hat eine wunderbare Klarheit gehabt. Also er hat versucht, alle Störungen rechts und links auszublenden und einen eigenen Weg zu gehen. Und das hat man ihm auch vorgeworfen. Aber er hat eine Gradlinigkeit besessen zum Wohle aller. Deswegen sozusagen auch, weil diese Zeit eine farblose Zeit war. Nach dem Krieg kann man sich vorstellen, es gab quasi keine bunten Blumen und alles war grau in grau. Und er ist, glaube ich, so das Bild dafür, wie alles grau in grau ist. Und dieses Grün der Hoffnung scheint dann dadurch. Und ich habe ihm extra auch so ein bisschen so Echsenaugen gemacht. Das heißt also, bei den anderen Bildern sozusagen sind die Augen so stark und bei denen sozusagen ziehen die sich, quasi bei den anderen gucken dich so an, bei denen zieht es dich rein. Richtig. So auch, weil das Innere, was ihn ausgemacht hat, so stark ist. Aber die Augen sind dann auf der anderen Seite auch müde ein wenig. Also die Lider, die ja in deinem Geländergrün sind, die liegen natürlich ungeheuer schwer dann auf seinen Augen. Und er hatte auch, es muss ein Phänomen gewesen sein. Also er war morgens frisch quasi bei der Arbeit und er hat den ganzen Tag, also Meetings gehabt, Leute getroffen, er hatte Verpflichtungen, er war in verschiedenen Aufsichtsräten gewesen. Das heißt also, er war politisch und wirtschaftlich aktiv und er hatte 2 Frauen und 8 Kinder und ein Haus gebaut. Also man versteht gar nicht, wo der diese Kraft hernahm, obwohl er quasi mit 1,86 und 70 Kilo war der eigentlich so ein durchtrainierter Typ, ein hagerer Mensch, würde man eher sagen. Und das auch in dem Alter, oder? Du hast ja gesagt, also 1949 wurde er mit 73 Jahren erster Bundeskanzler und hat das Ganze dann 14 Jahre lang durchgehalten. Also, aber auch für so starke Persönlichkeiten typisch, dass er im Grunde ja nicht abtreten wollte, aber man hat ihn dann nachher abgedreht. Auch er hatte keinen richtigen Nachfolger aufgebaut. Das hat man ihm auch immer ein bisschen verübelt, aber ich glaube, er konnte keinen finden, der so war wie er. So. Und er hat sich dann damit abfinden müssen, dass es halt auch andere Charaktere gab. Und das ist, glaube ich, für die Bundesrepublik Deutschland auch ein großer Glücksfall gewesen. Und er hatte immer eine Demutshaltung. Also so, ich glaube, bei allem, was er getan hat, er ist tatsächlich nach Israel auch gereist damals und hat diplomatische Beziehungen aufgenommen. Er hat mit Frankreich den Brückenschlag gemacht. Er ist nach den USA gereist. Das heißt also so, er hat immer versucht, mit allen Menschen verbindlich zu sprechen. Und es gab natürlich zu seiner Zeit, als er dann Bundeskanzler war, noch Kriegsgefangene in Russland. Und die wurden dort zum Arbeitslager verurteilt als Terroristen und Kriegsverbrecher. Und er hat es geschafft, dann tatsächlich 1955 die letzten 10.000 deutschen Soldaten, die noch in russischer Gefangenschaft waren, wieder nach Hause zu holen. Und das war ein sehr bewegender Moment auch für die deutsche Bevölkerung. Ja. Also wenn ich mit meinem Großvater gesprochen habe, das sozusagen hat ihn immer berührt, auch wenn er daran dachte. In diesem Zusammenhang zur Vorbereitung auf diesen Abend heute hatte ich ein sehr interessantes Interview mir angeschaut auf YouTube mit Gunter Gauss, was also der Adenauer 1965 mit Gunter Gauss geführt hat.
Und da hat er diese Rückholaktion der 10.000 Soldaten. In dem Zusammenhang hat er die russische Führung sehr gelobt, dass sie sich genau an allem gehalten haben, was vereinbart war. Also diese Beziehung auch mit einem großen Vertrauen geprägt war. Da sind wir eigentlich auch, möchte ich einen Moment innehalten, bei den Prinzipien auch von dem Adenauer. Denn auch in diesem Interview, das ist also wirklich unter heutigen Gesichtspunkten politischen Bewegungen, ist das halt auch sehr interessant, wird er sprechen mit dem Günter Gauss über Ethik, Vertrauen und Wahrhaftigkeit. Und der Adenauer sagt da, dass also politische Verhandlungen nur dann Erfolg haben können, wenn die Gegenseite, die Gegenseitigkeit auf einer Vertrauensbasis und auf einer Wahrhaftigkeit passiert. Und das ist auch genau richtig. Die deutsche Wiedervereinigung 1990, die ist basierend auf dem Vertrauen, Grundvertrauen zwischen Gorbatschow und Helmut Kohl. Und das hat mir damals Horst Helschig, sein Berater, auch tatsächlich genauso gesagt, dass diese Menschen und auch der W. Bush aus Amerika ein wirkliches Vertrauensverhältnis hatten. Und da war ein Mann, ein Wort sozusagen. Und deswegen hat das auch funktioniert. Deswegen habe ich auch versucht, Klarheit zu schaffen. Das heißt also, dieses Bild in aller Deutlichkeit oder Klarheit zu machen, ohne dieses Menschliche zu verlieren. Also ich wollte keine heroische Figur daraus machen, sondern dass die Last des Amtes und dessen, was er erlebt hat, quasi spürbar und sichtbar auch war im Bild. Was aber erstaunlich ist, dass diese Prinzipien, die damals in der Politik galten, heute nicht unbedingt erfolgführend sein müssen. Denn wie man sieht, also es gibt ja heute Instrumentarien von Leuten, die erpressen zuerst mal mit ihrer ersten Geste und hoffen dann darauf, dass der Gegner zurückschreckt und gibt seine Position auf. Das ist also eine völlig andere Vorgehensweise, aber führt anscheinend zu Erfolg und heute wird das ja sehr intensiv praktiziert. Ja, die Welt ist natürlich komplizierter geworden. In gewisser Weise, es gibt eine Globalisierung, es gibt eine Digitalisierung. Das heißt, Kommunikation findet auf anderen Ebenen statt und man braucht viel mehr Weichheit natürlich in der Diskussion auch und man braucht sehr viel Kompromissbereitschaft. Und wenn man etwas aufbaut, glaube ich, braucht man Vortrieb. Dann braucht man nicht so viel gucken rechts und links, sondern da braucht man eine Dynamik. Und ich glaube, da war er der richtige Mann am richtigen Ort. Und ich bin als junger Mann schon auf einen seiner Aussprüche gestoßen. Und zwar hat er gesagt, wenn die Dinge so kompliziert sind, dass man ihnen ganz tief graben muss oder ganz tief schauen muss, um das Einfache zu erkennen. Und da, glaube ich, ist etwas dran. Und so mache ich meine Bilder auch sozusagen. Ich versuche das so tief, die Komplexität so aufzulösen, so tief zu gucken, um das, was das ausmacht, quasi darstellen zu können. Ja, wenn wir vielleicht da auf der Gesamtkomposition der Farben nochmal schauen, da ist es ja ein Weiß, Grau, Grün und du hast dann auch noch so einen schwarzen Umhang. Ich weiß nicht, ist das der Jurist oder der Priester? Ja, er war ja Jurist. Ja. Er hat ja in Bonn und in Freiburg auch studiert, also war ausgebildeter Jurist und die Juristerei war natürlich sehr förmlich immer. Also er hat immer darauf Wert gelegt, dass die Kleidung und dass das alles quasi immer tipptopp war. Ne? Also so. Und das Schwarze, den schwarzen Umhang hast du jetzt gewählt, aus welchem Grund? Also Juristerei? Als Symbol für die Juristerei. Ja. Insgesamt wirkt ja das Bild düsterer auf mich als die anderen Bilder. Es erinnert auch an eine Dämmerung. Erinnert mich daran, ich habe das jetzt noch vorher nicht mit dir kommuniziert. Wie siehst du diese Aspekte? Die Wirtschaftswunderjahre kommen ja erst in Deutschland in den 50er und dann 60er Jahren. Ne? Das heißt also, alles das, was zum Erblühen gebracht wurde, ist vor seiner Zeit. Hat er angeschoben, aber sozusagen
als Symbol für das, woraus man aus Asche, sozusagen aus wie ein Phönix aus der Asche heraus. Deswegen habe ich gedacht, dass ein starkfarbiges Bild für mich gar nicht in Frage kommt, sondern etwas Gedämpftes, so sozusagen in Ansätzen nur. Also etwas Zurückgenommenes, Zurückhaltendes, aber wie so ein Phönix aus der Asche. Die Konturen, die du herausgearbeitet hast bei Adenauer, die sind jetzt nun eigentlich typisch auch in anderen Darstellungen. Also ich denke daran an die einige Briefmarkenmotive, also nicht nur eine Briefmarke, sondern es wurden bestimmt 5, 6 immer wieder mit diesem Kopf des Adenauer gemacht und die sind doch sehr angelehnt an diese Konturen. War das jetzt nun von dir auch Absicht da? Ja, ich will nicht sagen eine Brücke, aber zumindest ein Anlehnung. Für mich ist es ein historisches Bild, sozusagen, und angelehnt an die Historie. Das ist ja das, was Retro ausmacht. Ich mache ja Retro-Art, Retro-Malerei. Also ich verknüpfe die Vergangenheit mit dem Heute. Und deswegen sozusagen bin ich an der Stelle sehr zurückhaltend gewesen, aber um diesen Anknüpfungspunkt dann auch darzustellen. Und wenn man natürlich verschiedene Bilder nebeneinander sehen würde, würde man auch die Unterschiede erkennen. Der eine macht Politik, die andere macht Musik, die andere macht Philosophie oder Malerei. Also das heißt, also im Zusammenklang würden diese Unterschiede nochmal ganz deutlich werden. Und das Verbindende von all deinen Bildern ist natürlich diese Fingerhaltung am und damit schon fast eine Standardfrage, was hat Adenauer gedacht in dem Moment? Ich glaube, er macht sich große Sorgen über seine Partei, die CDU, und den politischen Gang Deutschlands. Weil es gibt ja einen Rechtsruck, wenn man es so beschreiben will. In Deutschland gibt es eine Partei, die heißt AfD, und die würde ich als rechtspopulistisch einordnen. Und er hat das ja erlebt. Er hat den ganzen Nationalsozialismus ja erlebt. Und weiß quasi, was es bedeutet, wenn man auf die falsche Seite gerät. Und deswegen habe ich gedacht, wir brauchen einen ganz nachdenklichen, christlich engagierten Politiker quasi, der diese Frage stellt, in welche Richtung geht es? Und er hat damals die richtige Richtung gewählt. Ja, er hat diese Angst gehabt, dass die Gesellschaft sich weiter aufspalten kann. Und er hat es so genannt, dass er Angst hat vor Kasten, also dass sich bestimmte Gruppen, er hat die Kasten genannt, bestimmte Gruppen bilden, die dann nicht mehr das gesamte Volk repräsentieren. Genau, so die Aufsplitterung oder die Aufspaltung in Gruppen, Untergruppen. Ja, Ralf, was denkst du denn, was also der Konrad Adenauer an Lebensphilosophie uns heute mitgeben will? Ich glaube, dass es ist, dass egal wie komplex es ist, man muss so tief schauen, bis man es einfacher erkennt. Das heißt also, die Orientierung an der Einfachheit, die Auflösung von Komplexität würde uns helfen, viele Dinge, glaube ich, in die richtige Richtung zu bringen. Das ist ein sehr schönes Plädoyer, ein schöner Schlusssatz, mit dem ich was gelernt habe, auch aus. Ja, dürfte ich noch ganz kurz einbringen. Also es ist ja kein Zufall, aber wer quasi interessiert ist an diesen Bildern, und es gibt die auch zu günstigeren Preisen, zu finden hier auf unikarten.com. Das ist mein Vertriebspartner, mit dem ich das zusammen mache. Entschuldige, das muss jetzt kurz sein. Ich bin ja auch Künstler. Ja, damit sind wir fast am Ende des Interviews angekommen und ich möchte Und es gibt Fragen, und zwar eine Frage war, was war seine Rolle in der deutschen Kolonialgesellschaft? Ja, vielleicht muss man das ein bisschen auflösen, erklären auch den anderen, was damit gemeint ist. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht erklären, weil ich diesen Teil sozusagen nicht, habe ich auch in der Schule nicht gehabt. Das heißt, ich müsste mich jetzt erst selbst gelesen. Dann tut mir sehr leid. Aber ich weiß, dass das ein sehr kritischer Punkt aus heutiger Sicht ist. Aber ich kann ihn weder in Schutz nehmen noch erklären, was es war. Das tut mir leid. Bryson, du hast die Frage gestellt. Vielleicht weißt du etwas darüber, über seine Rolle in der Kolonialgesellschaft? Darf ich was sagen? Was überhaupt ist Kolonialgesellschaft?
Also ich kann ehrlich gesagt mit dem Begriff gar nichts anfangen. Ich, zum allerersten Mal muss ich zugeben. Ich glaube, war wie so eine... Lass mal Bryson. Bryson, kannst du es mal kurz erläutern, was du meinst? Also ich weiß es nur ganz grob. Das ist... nach dem Ersten Weltkrieg natürlich musste Deutschland auf die Kolonien verzichten. Es waren immer noch Hoffnungen, dass eventuell eine Zurückeroberung mindestens von Südwestafrika vorkommen könnte. Ne? Und er war auch von 1931 bis 1933 Vizepräsident des Deutschen Kolonialgesellschaft. Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er dabei erhofft hatte. Ich nehme an, weil er, ich glaube, ziemlich gläubig war, dass er höchstwahrscheinlich mehr auch eine Zurückerstattung an die Bevölkerung Namibias vielleicht gedacht hat und eine Wiedergutmachung gedacht hat. Ich weiß es nicht. So ein bisschen lauter machen, Alexander. Ich wollte auch gerade fragen, ob die anderen ihn überhaupt hören. Ne? Ja, eine andere interessante... Möchtest du antworten? Ja, Bryson, ich vielleicht dazu, was wir so in der Schule an Geschichtsunterricht mitbekommen über die deutsche Kolonialgeschichte, und bei uns ist hängen geblieben, dass es ja erstmal eine extrem kurze Periode war, in der Deutschland überhaupt Kolonialgeschichte geschrieben hat, und dass durch diese kurze Periode das eigentlich wie eine reine Weltmachtzucht des Kaiser Wilhelms war, und so schnell wie Deutschland als Kolonialmacht aufgestiegen ist, sind sie auch wieder untergegangen. Also es hat für uns, ehrlich gesagt, überhaupt gar keine Bedeutung. Für die Opfer natürlich schon. Ja. Also, hören Sie mich jetzt? Vielleicht mit England oder mit Frankreich oder Belgien auch oder Holland. Also hatte noch eine schöne andere Hinweis, und zwar... Adenauer war sehr alt, als er Bundeskanzler wurde, und hat gesagt, ja, der ist ja wie Biden. Biden wird wie Biden. Ich muss mal kurz gucken, Biden hat Bryson geschrieben, wird 78, wenn er denn zum Präsidenten gewählt werden soll als Demokrat. Ja. Wobei es wäre auch mal schön, wenn jemand Junges das machen würde. Ne? Also, keiner da. Also in der heutigen Zeit, wo wir so schnelle Veränderungen haben, denke ich, wäre es ganz wichtig, dass jüngere Leute mit neuen Visionen anstatt mit alten Erfahrungen. Genau. Das ist ein guter Punkt. Ja. Bryson, was denkst du darüber? Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, so alt? Beides. Können Sie mich hören? Ja, ja, natürlich. Also, die Frage ist, können die anderen dich hören? Ne? Also, wir hören dich gut. Aber warum nicht? Ja, gut. Ah, gut. Also, ja, es ist natürlich ein Vorteil in dem Sinne, dass man jemanden hat, der viel Erfahrung hat. Und ja. Das kam, ich glaube, das kam Adenauer zugute. Der war auch dann Oberbürgermeister von Köln, als er dann so jung war, ne, wie ihr das beschrieben hattet. Aber auf der anderen Seite, mit 8 Jahren dazu, mit beiden, ich glaube, das erschreckt mich ein bisschen. Ja. Naja, und mit der Erfahrung, das ist so eine Sache, das erlebt man ja, also ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber das erlebt man bei der deutschen Automobilindustrie. Wenn du einen Systemwechsel hast, dann bringt dir die Erfahrung von vorher überhaupt nichts mehr, sondern dann musst du dich komplett umstellen. Ja, und man darf ja nicht vergessen, Deutschland nach dem Krieg, alle jungen Männer waren ja im Krieg. Das heißt also so, es gab gar keine, also entweder nur die ganz Alten, aber es gab keine Politiker oder Leute, die was zu sagen hatten, die noch zur Verfügung standen groß. Das heißt also, junge Menschen, die gab es gar nicht, die in Frage gekommen wären. Und das ist heute natürlich anders. Wir haben heute sehr gut gebildete Frauen und Männer. Das heißt also so sehr viel ausgewogener auch als damals.
Ich glaube, der hat so viel gemacht, es ist schwer, alles in eine Stunde reinzustopfen, so in den Lebenslauf. Ja. Aber ich glaube, mit der Versöhnung mit den Juden hat er auch dann unheimlich viel beigetragen. Ja. Er hat Ben-Gurion getroffen damals in Israel und die Deutschen haben sich committed, auch Reparationszahlungen zu leisten. Ich glaube, damals hat jeder Israeli 3000 D-Mark oder so bekommen. Und diese Zahlungen wurden nie offiziell gehandhabt, sondern es ging immer unter der Hand. Das waren über 10 Milliarden D-Mark, die Deutschland gezahlt hat zum Aufbau Israels auch. Ja. Also der hat auch sehr großzügig gehandelt, glaube ich, nachdem eine Bombe an dieses Polizeipräsidium in München geschickt worden ist. Da hat den Prozess einstellen lassen. Und zwar waren das radikale Israelis, die mit den Zahlungen nicht einverstanden waren. Man vermutet das. Also es gibt keine Klarheit wirklich, die eine Briefbombe geschickt haben an den Konrad Adenauer und die ist in der Post in München quasi in den falschen Händen gekommen. Und da hat jemand geöffnet und dann ist das explodiert und dieser Mann ist gestorben. Und man hat dann herausgefunden, dass das Extremisten, israelische oder jüdische Extremisten waren. Und Deutschland und Adenauer hat sich auch dort entschieden, das nicht an die große Glocke zu hängen, um keinen Antisemitismus zu fördern, sondern um das unter den Teppich zu kehren und um Ben-Gurion trotzdem die Hand reichen zu können und den Friedenswillen aufrechtzuerhalten. Also das hat ihm der Ben-Gurion sehr hoch angerechnet auch. Und auch als Katholik, der hat selbst Kritik trotzdem gleich nach dem Kriege an die Kirche geübt, ne? Weil die nicht gegen die Konzentrationslager. Er hat die Priester angeklagt, den ganzen Klerus. Ja. Er hat gesagt, die Wurzeln des Nationalsozialismus liegen viel tiefer und ihr habt nie etwas dagegen getan. Das hat er denen wirklich vorbehalten, aber natürlich sozusagen im Laufe der Zeit egalisiert sich dann alles ein bisschen, aber seiner Kritik ist er treu geblieben. Gut, sind noch weitere Fragen denn da? Oder Kommentare? Kommentare, weiß ich nicht. Nein, kein Kommentar. Der Eddie See, ich will nicht alles monopolisieren, aber ich glaube, mit dem Eddie See-Vertrag, das war auch eine unheimliches Schiff. Ein Meilenstein. Auch vor allen Dingen, er hatte sozusagen immer das Europäische betont und er hat immer versucht, mit den Franzosen zusammen eine Grundlage zu schaffen. Er wollte sogar eine gemeinsame Armee aufbauen, aber da haben sich die Franzosen dagegen entschieden, auch durch das französische Parlament. Und sonst hätten wir heute auch eine europäische Armee wahrscheinlich. Aber die Alexandra steht schon in den Startlöchern. In den Startlöchern eigentlich nicht, aber ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Und fürs Fragenstellen natürlich auch bei den beiden Herren, selbstverständlich. Und dieses Interview heute war jetzt das letzte vor der Sommerpause. Wir werden damit weitermachen im Herbst. Und da könnte und wird der Schwerpunkt, also einmal werden wir Albert Einstein besprechen, aber wir haben auch einen ganz anderen Schwerpunkt. Wir wollen uns einmal der Sportwelt zuwenden, denn Ralf kommt ja von Puma. Das ist da, wo er sozusagen sein Herz immer noch ein bisschen hat. Und als ehemaliger Designer bei Puma kennt er die Sportwelt von der Pike auf und auch seine Kunst bezieht sich sehr oft darauf. Und das wird das Projekt für den Herbst. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, wünschen euch jetzt einen schönen Abend. Und ja, auf Wiedersehen, macht's gut, schönen Sommer. Viele schöne Reisen und kommt zurück im Herbst. Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja.